Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wir sind heute wieder im Wald für euch unterwegs. Diesmal mit dem interessanten Thema Naturverjüngung gegen Anpflanzung. Das wollen wir einfach einmal aufbereiten, das ist ein Grundlagenvideo für euch, weil da immer wieder Fragen in der Praxis auftauchen. Was ist denn überhaupt so Naturverjüngung? Wann muss ich aufforsten? Welche Baumarten? Kann ich das überhaupt steuern? Geht das gegeneinander? Gibt es Bereiche, in denen Naturverjüngung funktioniert? Und was muss ich machen? Oder gibt es Bereiche, wo ich aufforsten muss? Und was muss ich dann machen? Ja, ich stelle Sie natürlich in der Praxis erst einmal die Frage, was ist überhaupt Naturverjüngung? Wir verwenden den Begriff und das verstehen die meisten Waldbesitzer, aber nicht jeder versteht das. Naturverjüngung nennen wir einfach, wenn Bäume von Natur aus kommen, ohne dass wir es pflanzen müssen. Da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, ich stehe ja hier in einer Fichten-Naturverjüngung. Die Fichten sind von alleine gekommen, die sind nicht gepflanzt. Und da stellt sich jetzt einfach mal die Frage, welche Bäume können bei uns überhaupt von Natur aus kommen? Natürlich im eigenen Wald die, die bereits vorhanden sind. Also das heißt, wenn wir einen Fichtenwald haben wie hier, dann haben wir die Chance, dass eine Fichte kommt. Wenn natürlich einzelne Buchen dastehen, dann könnte auch eine Buche kommen. Wenn einzelne Tannen da sind, könnte auch eine Tanne kommen. Also jede Baumart hat bei uns tatsächlich die Chance, wenn sie dann im räumlichen Zusammenhang hier steht. Es gibt natürlich auch Verbreitung durch Tiere. Zum Beispiel der Eichelhäher ist ja einer unserer Helfer. Der kann natürlich einmal eine Eiche vergraben, das heißt Eichel vergraben und dann wächst tatsächlich eine Eiche dort. Und es steht aber im Umkreis von ein paar hundert Meter überhaupt keine Eiche. Also das kann auch passieren. Aber wichtig ist, man schaut raus in den Wald und schaut mal, welche Baumarten haben wir erst einmal im eigenen Wald. Und mit denen kann man weiterarbeiten, wenn man versucht, diese Naturführung auch zu fördern. Und die naturnahe Waldwirtschaft, so wie es wir verstehen, ist auch ein Arbeiten mit der Natur, mit den bereits bestehenden Baumarten. Dazu gehören Fichte, da kann auch Buche dazugehören und auch Edelaubholz oder andere Baumarten, die man hat. Man muss halt einfach ein bisschen schauen, ist es gewünscht, ist es mein Ziel, dass ich mit der Baumart hier arbeite oder ist es nicht mein Ziel. Und ich muss natürlich dann schauen, dass ich diese Naturverjüngung fördere, rechtzeitig fördere. Und jede Baumart hat eigene Ansprüche. Hier diese Fichte braucht Licht. Durch Licht ist sie auch ja, gekommen. Also Licht und später auch dazu natürlich Wasser. Wasser können wir nicht immer beeinflussen, aber das Licht ist durch den Waldbau, durch das richtige Arbeitsverfahren, ist es einfach auch gefördert oder eben nicht. Und so haben wir die Chance, dass man auch reichlich Naturverjüngung bekommt. Und wie man damit umgeht, das zeigen wir euch danach. Ja, neben Naturverjüngung gibt es natürlich auch Anpflanzung. Stellt man sich die Frage, was ist da Anpflanzung? Ja, das ist einfach, dass man eine neue Baumart in den Wald bringt und diese Bäumchen pflanzt, weil sie schlichtweg nicht vorhanden sind. Man kann natürlich nicht immer auf eine Naturverjüngung warten und es funktioniert halt nicht überall, weil einfach der Baum schon als Altbaum fehlt. Und dann kann er auch nicht als junger Baum von Natur aus kommen, wenn er nicht da ist. Und deswegen muss ich auch pflanzen. Es ist natürlich auch unser Ziel, Mischwälder zu entstehen zu lassen, den Wald umzubauen von reinen Nadelwäldern in Mischwäldern. Und dazu brauche ich einfach eine neue Baumart und die pflanze ich an. Es gibt ganz unterschiedliche Standorte bei euch, bestimmt. Der eine hat einen Hangstandort, der andere hat einen feuchten Standort in der Mulde, der andere hat ganz trockene Hänge. Und dort gibt es auch spezielle Baumarten, die besser zurechtkommen als die herkömmlichen Baumarten, die man vielleicht selber im Wald hat. Und das ist immer überlegenswert und auch zu prüfen. Und wenn ich mich dann entscheide, ist es eine wunderbare Geschichte, dann muss ich und möchte ich auch gerne aufforsten. Und dann nehme ich diese neue Baumart und versuche die dort an diesem Standort zu etablieren. Ja, ich stehe jetzt hier in einer Naturverjüngungsfläche mit Fichte, einzelner Buche und auch Kiefer. Und wir haben hier den Altbestand vor langer Zeit schon geräumt. Und wir hatten das Glück, dass wir das nach und nach gemacht haben und diese Bäume, diese Nadelbäume haben sich jetzt wunderbar entwickelt und zwar sehr stufig. Wir haben kaum Pflegemaßnahmen machen müssen und das war ja unser Ziel.
Und jetzt an diesem Punkt möchte ich kurz darstellen, was die Stärke von der Naturverjüngung ist. Ja, das ist zum einen einmal, dass die Bäume natürlich keinen Pflanzschock haben, weil sie ja schlichtweg nicht verpflanzt werden. Und das andere ist auch das, die jungen Bäumchen haben natürlich eine ungestörte Wurzelentwicklung. Das ist auch ein großer Vorteil. Die haben sich da total gefestigt im Boden und können sich also gut entwickeln. Und es ist natürlich auch kostengünstig. Die Natur gibt immer wieder Nachschub. Hier funktioniert die Naturverjüngung und ich kann aus dem Vollen schöpfen. Nachteile gibt es auch. Die Nachteile wären zum einen, dass ich bestimmte Baumarten wie eben hier die Fichte, die Kiefer habe und auch einzelne Buchen, aber mir fehlen andere Baumarten. Also wenn ich hier Edelarbeit möchte, einen Bergerhahn oder ähnliches, dann ist der einfach nicht da und ich muss das einfach so nehmen, ich kann die nur pflanzen. Nachteil ist auch, hier hat es mit der Pflege ein bisschen mit dem Schirm funktioniert. Häufig ist es aber so, dass ich die Altbäume räumen muss oder einfach auch kalamitätsbedingt ernten muss. Und dann kann es schon sein, dass ich bei der Naturverjüngung auch pflegen muss. Also hier habe ich so 3 bis 10 Meter hohe Bäume oder noch höher. Und dann muss ich halt einen Pflegeeingriff machen, dass halt ein stufiger Nadelwald entsteht mit Mischbaumarten. Also auch da bei der Naturverjüngung muss ich entsprechend eingreifen. Hier habe ich einzelne Buchen, die muss ich unter Umständen freistellen, damit sie auch gegenüber der Fichte eine Chance haben. Und auch bei der Fichte muss ich eingreifen, weil ich möchte eine stabile Fichte mit einer langen grünen Krone haben und nicht eine schnell wachsende Fichte, die oben eine kurze Krone hat und unten ist alles dunkel. Das möchte ich nicht. Also das muss man einfach regelmäßig beobachten, auch bei der Naturführung, und schauen, wo steuert die Bäumchen hin, stimmt das Mischungsverhältnis, werden die stabile Bäume, und mit einem entsprechenden Eingriff im Altbestand und gleichzeitig auch bei den jungen Bäumen kann sich ein wunderbarer natürlicher Wald entstehen, der sehr stabil ist und einfach auch viel Freude bereitet. Ja, ich stehe hier in einer älteren Aufforstungsfläche mit Douglasie. Und da stellt sich die Frage, was sind die Vorteile der Aufforstung und was sind die Nachteile? Die Vorteile ist natürlich hier, wir haben eine Baumart eingebracht, die so nicht in diesem Wald vorhanden war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, in der Waldwirtschaft. Wir wollen ja den Wald umbauen zum Mischwald und es fehlen uns einfach schlichtweg interessante Baumarten, die den Wald zum Mischwald machen. Und auch neue Baumarten in Bezug auf Klimaerwärmung, die auf solchen Standorten ja gut wachsen können und die ökologischen, ökonomischen Funktionen des Waldes bereichern und auch ja, hin zum Mischwald, der möglichst alle Funktionen erfüllen kann. Hier diese Douglasie, der Vorteil ist, die Douglasie wächst schnell, sie kann sich gut entwickeln und das ist uns hier gelungen. Und da freuen wir uns, und das ist also, wäre ohne diese Aufforstungsfläche gar nicht entstanden. Nachteil ist natürlich auch der Kostenpunkt. Wir müssen natürlich die Aufforstung erstmal mit, ja, das ist einfach kostenintensiv im Vergleich zur Naturverjüngung. Wir müssen ein Geld ausgeben. Heute kosten Bäumchen zwischen 1 und 2 Euro. Und dann muss man noch rechnen, dass man aufforsten, wenn man selber das nicht machen kann, muss man natürlich auch 70, 80 Cent für die Aufforstung bezahlen. Dann muss man es noch schützen, weil oft Mischbaumarten ja selten sind und Verbiss oder Fege gefährdet sind. Hier die Douglasie auf jeden Fall, da muss ich einen Zaun um drum erhalten längere Zeit und einfach immer wieder schauen, dass die Bäume nicht verfegt werden. Und der Nachteil ist auch, ich muss die ersten Jahre oft bei Aufforstung ausmähen und intensiv dahinter sein, damit sich die Bäumchen überhaupt etablieren können. Ja, wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns ein Like. Wenn ihr kein Video verpassen möchtet, wie immer, dann macht ein Abo. Und wir haben auch eine Playlist, da gibt es noch andere Videos mit Grundlagen. Einfach sowas ist wichtig, dass man die Grundlagen kennt. Und hier stehe ich in einem Wald, da ist es einfach wie oft so, dass man nicht aktiv geerntet hat, sondern durch die Stürme und durch die Käfer einfach ernten musste. Also die Bäume haben wir umschneiden müssen. Und
So geht es dann einfach. Und da habe ich hier einfach eine Fläche. Ich habe jetzt viel gehört über Aufforst und Naturführung. Der Waldbesitzer hat sich entschieden, er möchte auf die Naturführung warten. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Also hier kommen zwar einzelne Fichten, aber da wächst die Brombeere. Es ist ein Verbissdruck da. Also es funktioniert mit der Naturführung nicht so richtig. Und da werde ich auf jeden Fall den Waldbesitzer empfehlen, hier an der Stelle die interessanten staatlichen Fördermaßnahmen ja zumindest nachdenken zu drüber und vielleicht auch zu beantragen und hier eine neue Baumart zu etablieren, also hier aufzuforsten. Und wenn ich dann ein bisschen weiter in seinen Wald reingehe, da gibt es wunderbare Beispiele mit Naturführungen. Dort muss man halt einen Baum mal rausnehmen, damit die jungen Bäumchen wachsen können. Und da funktioniert das sehr gut mit Naturführung. Das heißt, in Wahrheit ist es so, in jedem Wald, Naturführung gegen Aufforstung. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile bei jedem Verfahren, aber beides braucht man. Wenn man den Wald hinsichtlich eines Mischwaldes etablieren und fördern möchte und auch einfach ja, schauen möchte, dass der Wald alle möglichen Waldfunktionen erfüllt, dann glaube ich, dass beides notwendig ist. Wir brauchen junge Bäumchen, die von Natur aus selber sich entwickeln, weil wir haben die Hoffnung im Wald, dass sich die jungen Bäumchen einfach ja, gewappnet sind für die Klimaerwärmung, dass sich die auch anpassen können. Und wir brauchen natürlich auch neue Baumarten. Dort, wo die Buche fehlt, brauchen wir die dringend. Genauso die Tanne zum Beispiel, weil wir einfach mehrere Baumarten brauchen. Und jede hat seine Stärken und seine Nachteile. Und miteinander können wir das Risiko minimieren. Und wir können einen wunderbaren, interessanten Mischwald haben in Zukunft, der eben alle Funktionen erfüllen kann. Also das Fazit ist, Naturführung nicht gegen die Aufforstung, sondern miteinander ist der beste Weg. Viel Freude im Wald.